als wir den installiert haben, der TÜV-Prüfer, er steht neben der Karre, hört sich das an und sagt, der DB-Killer ist aber draußen, ne? Ich sag, nee. So, Freunde, das war ein mega geiler Ride-Out mit Niklas. Hat mal wieder richtig Bock gemacht. Wir haben ultra geile Fotos gemacht. Wetter war so heftig nice. Nur eine kleine Anmerkung vorab, bevor euch das Video anschaut. Bitte bei dem Wetter, bei der Eisglätte, bei der Nässe, ihr seht, hier liegt noch ein bisschen Schnee und ein bisschen Eis und sowas. Bitte unbedingt darauf achten, dass ihr wirklich sehr vorsichtig fahrt, weil es ist echt gefährlich. Ihr legt euch so schnell bei dem Eis. Hier liegt schon wieder Schnee und so. Also es ist wirklich unglaublich glatt und damit auch unglaublich gefährlich. Also seid bitte sehr, sehr vorsichtig, falls ihr bei dem Wetter fahren geht. So Leute, willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Es wird mal wieder Motorrad gefahren und ihr seht, es liegt nicht nur Schnee, sondern Eis hier. Und damit wir einen guten Start in den Tag bekommen, hier du du Assi. War auch schon viel zu lang her. Oh, und sie springt wunderbar an. Geil! Nice. Aber das ist jetzt echt so komisch, weil Digga, die kamen mir früher viel lauter vor. Ach, halt's Maul. Mach mal deine an, ich höre deine eh nicht. Also für alle, die es noch nicht wissen, der Niklas, der hat jetzt nämlich einen neuen Pott. Das und ist zwar so ein Unterschied, ne? Hat er jetzt den Arrow für seine F900 bekommen. Und Junge, sieht das Ding geil aus. Und der Sound ist ja mal... Oh, Junge, wenn Junge. Wir fahren, du wirst gleich hören, das ist anders laut. Ach, komm, hier einmal über Schnee fahren hier. Oh mein Gott, ich bin gerutscht. Krass, Digga. Oh, Polizei. Zusammen. Oh nein, ey. Du musst einfach entspannt fahren, Brudi. Einfach entspannt fahren. Das ist der erste Kontakt, den ich jetzt mit Polizei hab, Digga. Das die erste eh Mal. Sagen. Oh, hinter uns auch Polizei. Das war nur ein Prank, Digga. Boah, Junge. Erschreck mich doch nicht so. Ich meine, das geht ja jetzt noch, ne? Wenn die hinter mir stehen. Ich meine, ich hab einen DB-Killer drin, aber. Der ist schon echt abnormal laut, ne? Ich habe auch das Gefühl, da fehlt irgendwie ein Cut, aber da ist ja so eine kleine Box drin. Schön, dass ich mich jetzt mal in deinem Sehner höre ich und nicht im Umgekehrt. Ich liebe diesen Zweizylinder-Sound auch einfach. Ne? Klingt so geil. Extrem. Boah. Ich kenne deinen F900 nur mit diesem Ori-Pod, der halt so scheiße klingt eigentlich. Boah, hat auch so diese Fehlzündung, Digga. Ja, Mann. Das ist einfach sexy, Alter. Da macht man direkt sonst mal mehr Spaß, ja, ne? So schlimm, ne? Ja, Mann. Wie viel hat der gekostet? 525 Euro. Aber es ist nur der Auspuff oder noch was mehr? Der Auspuff, das Verbindungsrohr halt. Verbindungsrohr. Da ist ja dieses, diese Verdickung mit dabei, ne? Ja, genau. Ja, okay, krass. Ich muss sagen, von hinten schöner, als wenn man drauf sitzt, glaube ich. Ja, ich Weil letztens, als ich Gas gegeben habe, da klang die mir ein bisschen zu metallisch. Aber wenn ich jetzt so hinter dir bin, dann klingt die richtig geil. Ja. Boah, also richtig satt halt. Ach, Junge. Aber ich muss sagen, meine klingt dumpfer. Ja, auf jeden Fall. Boah, geil. Und da ist einfach fucking Eis, Digga. Oh mein Gott, da hab ich keinen Bock, da drüber zu fahren. Oh, shit. Junge. Boah. Aber ich finde auch krass, die hat einfach so Fehlzündungen, ne? Ja, übel. Also denkt man nicht, dass sie Fehlzündung bekommt, weil die lief so clean mit dem Ori-Pod. Ja, und seitdem der Arrow drauf ist, wie gesagt, die Reaktion, als ich das erste Mal die Karre angeschmissen habe. Ja, ich finde die noch nicht zu laut. Also die ist noch nicht so ekelhaft laut. Ja, nicht so schlimm wie bei einem Leo Vinz bei der SMC. Genau, genau, nicht so schlimm wie der Leo Vinz von der SMC, das stimmt. Also das geht echt noch. Das ist halt so, du kannst sehr human fahren, aber dann darf ich halt nicht viel Gas geben. Das ist schlimm, ne? Wie so ein Auspuff einfach so das ganze Fahrgefühl ändern kann. Ja, übel. Halt wirklich. Das ist halt echt... Der Sound macht halt so viel aus. Ja, mega. War ja auch bei mir so, Alter. Also mit der XSS700, mit dem Ori-Pod. Ja, die war ja komplett. Du hast ja gar nichts gehört. Nichts gehört. Also fast E-Bike, Alter. Da muss ich schon sagen, also jetzt mit dem Shark hier ist schon sehr viel nicer. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, die 900er haben, auf jeden Fall Arrow. Ja, safe. Gibt es halt noch mehr Auswahl? Also gibt es noch was anderes aus der Arrow? Boah, mittlerweile ja, aber ich weiß halt nicht. Ich finde die teilweise von der Optik her nicht schön. Ja.
Von Shark gibt es mittlerweile auch. Von Exil, aber der ist in Deutschland, so viel ich weiß, nicht erlaubt, weil der hat einfach nur Straight. Das ist einfach nur, das ist dann nur Pot. Ja, krass, heftig. Dann halt klar, von SC Project, das war ja eigentlich auch meine Wahl, aber der, aber ist, der ist halt so teuer. Alter. Aber ich sag mal, das wäre so, das würde ich jetzt tun, wenn meine stillgelegt werden würde und gesagt, ey, das ist zu laut, würde ich halt sagen, okay, scheiß drauf, dann kaufe ich mal den Arrow, weil der, ach, den SC, weil der halt einen Sammler drunter hat, der ist nicht so bestialisch wie der hier. Ja, aber der SC ist ja echt brutal teuer. Ja, fände ich auch echt mies und wie gesagt, ich finde es halt dumm, wenn du das kaufen kannst und E-Nummer und alles hast für diese Maschine, ja, und das dann am Ende illegal ist. Ja, und ist ich halt hab random. Dann, die B-Killer ist alles drin. Ja. Boah, ich rutsch mega weg. Jo. Ich krieg aber auch keine Traktion, Digga. Ich bin so weg am Wegrutschen hier. Ah, geil, Mann. Ja, also die Kälte geht tatsächlich gerade noch, aber ich habe auch alles Mögliche an. So. Ja, also ich habe jetzt auch so eine. Gruß geht raus an meinen Vater. Ich habe von seiner. Von seinen Winterjacken, von dem Motorrad, seine Motorrad-Winterjacken, der ist so ein Innenfutter und das ist echt gut windabhaltend. Und das habe ich einfach mit der Pulli drunter und deswegen easy. Nice. Ja, also ich muss sagen, die Bike Squad-Jacke, die ist auch heftig. Also ehrlich. Ja, ich, die ohne ist Witz. Echt winterweiß, das riecht gut. Auf deine Empfehlung hin, wenn ich das wieder mit dem Geld soweit hinkriege, werde ich mir die auch kaufen. Ja, weil die, Alter, für Sommer und Winter super geil, ehrlich. Ich hab die ja gerade an und mir ist halt echt nicht kalt, das ist schon ganz cool. Ja, ja, und du hast halt Protektoren, ne? Das ist halt auch noch so eine Sache. Ja, aber das sind jetzt halt nicht die krassesten. Also da muss ich sagen, das sind jetzt so Semi-Protektoren, ne? Das ist jetzt, das ist schon ein bisschen geschützt, aber jetzt nicht so, dass du den ultimativen Schutz hast, ne? Ja, ja, klar. Aber ne, schon mal etwas, weißt du? Ja, ja, klar, das stimmt. Besser als nur mit Pulli oder so. So wie ich immer fahre, ja. Ja, eben. Oh, ich bin das Beibämpchen da. Bye, bye. Digga, ganz anderes Feeling jetzt, wo das Sound hast. Ja, ne? Ah, geil, Mann. Also, ich war echt hin und weg. Und wie gesagt, als wir den installiert haben, der TÜV-Prüfer, er steht neben der Karre, hört sich das an und sagt, der DB-Killer ist aber draußen, ne? Ich sag, nee. What the fuck? Und er guckt so, er so, oh. Ja, ich guck mal, dass ich jetzt demnächst auch eine GoPro irgendwie an Land ziehe. Boah, ja, Junge, 100%, Alter. Und dann, mach mal. Dann guck ich mal, dass ich demnächst auch, die guten Vlogs anfange. Ja, endlich, Junge. Alter, kommt man hier aufs Gelände? Ja, ich weiß, hab ich gesehen, Digga. Willst du da drauf? Ja, lass mal gucken, oder? Das sieht voll cool aus. Okay, dann links. Ja. Dann will ich mal Fotos machen. Boah, hier. Yo. Oh ja, ich komme. Ich hätte gerne dieses Gebilde da im Hintergrund, weißt du? So, wir machen jetzt ein paar Fotos. Also, bis gleich. Ich hab den Kamera-Akku vergessen. Also, fahren wir es hier zurück. Ah, schick. Das Witzigste ist halt einfach nur, wie der Fahrziel sich ändert, wenn man sofort dann immer so, ja, immer dieses so, ja. Jo. Ach, krass, es fällt mir jetzt erst auf, dass das ein ganzer Kleber ist hier. Meinst du? Ja, hier, das ist ja eine komplette Fläche. Ach so, nein, ich hab die einzeln gemacht. Hä? Doch, du hast doch hier diese Kante da. Ach so, ja, das ist aber Schutzfolie. Ach so. Weil ich mich hier raushänge aus dem Auto, weißt du? Ah, okay. Wenn ich jetzt filme, dann hänge ich mir, habe ich hier extra nochmal Steinstangfolie. Ach so, das wusste ich, ach so, ich habe gedacht, das wäre ein Aufkleber und gewesen. Und hier unten auch, guck mal, wenn du hier mal guckst. Ja, ja, ich weiß, deswegen sag ich ja, hier deswegen auch. Deswegen klatsche ich hier mit meinem Lager auch so gegen, weil mir scheißegal ist, weil das diese Folie einfach ja, ist. Ja, okay. Ah, geil. Ja, echt nice, Alter. Boah, das ist so laut, Alter. Das soundet einfach so nice. Jetzt gib mir nur. Oh, bitte. Warte. Alter. Wir haben richtig geile Fotos gemacht, Leute. Nicht wundern, der Niklas hat sich jetzt ausgeklickt. Hast rein, Digga! Wir sehen uns, Rudi!
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen da, damit der YouTube-Algorithmus kickt und wir ein bisschen die Community hier befeuern können. Gerne auch ein Abo, würde mich mega freuen. Ja, das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Und damit auf jeden Fall euch dann noch einen schönen Tag. Bis dann, peace.